Ja, es wird schon gespielt. Wartet kurz, gell? So! Hallo! Guten Tag! Hallo, hallo! Van Damage Nummer 2. Street Fighter 5 Nummer 2. Wir sind jetzt in den Top 6. Mhm. Eigentlich wollten wir Top 8 streamen, aber wir haben uns beim Bracket ein bisschen vertan. Mathe ist nicht unsere Stärke. Na, ich habe falsch gezählt, es tut mir leid. Daher sind zwei Leute ausgeschieden, die bereits Punkte gemacht haben: Roger und ich. Und dieser junge Mann hier, Strizi, ist auch ausgeschieden. Ja. In den Top 8 einen Punkt gemacht. Aber immerhin, ja. Immerhin. Ja. Kommen wir aber zu unserer ersten Begegnung jetzt, die wir haben. Ja. Es ist... Dino gegen Davor, oder? Abgestürzt. Na, ist nicht abgestürzt. Na, passt. Achso, okay, passt. Dino gegen Davor, erste Begegnung. Dino passt sogar schon. Interessant. Dino ist Player 2. So Jin Fu auf Player 1. Oh, nice, man. Jin Fu mit dem Kappel. Fächermann, gut schaut aus, So. Button werden konfiguriert. Wie fühlst du dich eigentlich, wenn du auf dein nächstes Match schaust? Gegen wen spiele ich? Disflash? Disflash. Ah, ich fühle mich, um ehrlich zu sein, comfortable. Ich glaube, dass ich so. Ich will nichts verschreien oder so, aber ich glaube, ich hol's heute. Ich sag nur, dass er mich 10-2 paniert hat. Ich weiß eh. Aber ich habe nur einen Game-Style entwickelt. Ich weiß, Game-Style. Du musst normal von an hier. Und mehr blocken. Oh, oh shit, da steht noch das falsche Punkt. Kommentieren. Ihr habt Twitch-Chat nicht offen. Davor rockt natürlich sein Kostüm. Extra erworben, Herr. Zu Recht, zu Recht. So, erste Begegnung. Winners. Top 6 heute, Top 6. Los geht's. Jin Fu mit Laura, Dino mit Karin. Schauen wir mal. Overhead, da, gegen Davor muss man aufpassen. Also sehr happy mit den Overhead. Wenn du da nicht ready bist, vor allem wenn der Overhead trifft von Laura, musst du auch wieder was hin. Ja. Ist halt gefährlich. Und da kann man damit rechnen, dass das noch einige Male kommt. Ja. Auf der anderen Seite natürlich, genau, das ist natürlich die andere Konsequenz. Stark Punish Power und Block. Also 5er kann man auf jeden Fall drücken. Weißt du, das ist, ist minus 11, glaube ich. Was? Echt so? Das ist enorm viel Minus, ja. Okay. Ich weiß nicht, du musst deinen Charakter auf Downplay. Ich tue ihn überhaupt nicht downplayen. Mit dir, Charakter. Round 2. Egal. Erste Runde Dino. Das hat mir nicht gemacht. Da wäre mehr gegangen. Aber nur mit Reaction, oder? Ja, aber das ist ewig Zeit gehabt zum Reagieren. Na, das war wirklich viel. Ja, wahrscheinlich hat er gedacht, das wird blocken, das einfach halt eingegeben. Das ist auch so ein Davor-Spezial. EX, Elbow. Starker Ante, ja. Oh, Crush Counter. Roundhouse. Ja. In Castle müssen. Ja. Stark? Nachdem die Runde sehr stark begonnen hat für Davor, also es hat, ja, das ist also Karin super, kennt da nichts, glaube ich. Da scheißt er auf die Damage schon lang. Dieser letzte Hit, der ist brutal. Ja. Das ist so Evil Rio 2. Super. Karin win. Kenn mich ja nicht so gut aus. In Street Fighter 4? Ja. Ich habe das bewusst verdrängt alles. Okay, Entschuldigung. Ich wollte keine Wunden aufreißen. Nein, ich habe eh keine Wunden. Ich war für meine Effort okay in SF4. Round 1. Letzte zwei große Turniere, bestplatziert. Gut gemacht. Besten von Adon. Bester Adon EU, habe ich mal gehört. Was hat der geraucht? Wie passiert das? Kannst du das erklären? Das ist öfters mal. Ich habe wieder nicht geschaut. Tut mir leid. Wenn er EX Command Grip ja. Und der Gegner liegt eigentlich noch am Boden.
Ja, sicher, weil er noch am Boden liegt. Achso, das ist, du schaust nicht, ob er Gegner aufsteht. Ja, ja, du machst, weil das Setup, du musst das quasi early timen, damit du über die Jabs drüber fährst. Okay. Ich glaube, man kann es rechtzeitig noch abbrechen, aber es ist halt sehr schwer. Es ist halt, weißt du, du machst dein Timing, schaust nicht wirklich, ob er quick rise. Okay. Das war risky. Dino hat gewusst. Cornered jetzt. Ich weiß nicht, was er da erwartet hat. Vielleicht ein bisschen nervt jetzt schon. Es ist aber immer noch Winners, das heißt, da kann man ruhig ein bisschen befreit doch aufspielen. Doch, ehrlich gesagt, hat man noch ein Leben. Command Dash in, nicht gepunished. Ex-Feuerball, B-Reversal sich raus. Low forward into overhead, blockt den Shoryu, sehr smart. Converted. Oh, der zweite. Der erste. Oh, blockt nicht den. Oh, aber droppt die Combo. Oh, der. Ja. Der Anti-Air Trade, bitter. Ja, sehr bitter. Ich hätte ihm gegönnt, aber. Ich hätte ihm auch gegönnt. Mir hat in der Ecke das nicht gefallen, da hätte er mehr raus. Ich mein, er hätte mein grindiges Setup machen können, zum Beispiel. Ja, da kann ich jeder mit Dr. Negos die Setups haben. Labor, Bruder, Labor! Character Specialist! Loyalist! Loyalist Specialist! Jetzt guter Live-Lead für Dino. Mid-Punch Frame Trap. Dino aber smart enough, nicht zu blocken. Ah, der wäre wieder! Da hätte er wieder stärker konverten können, ja. Das müsste es sein. Ich glaube auch. Ich glaube, das killt ehrlich gesagt. Ja. Jetzt spiele ich gegen Disflash. Oh. Ja. Joint mir da vielleicht der. Ich glaube, Dominik, er verdeckt eh schon das Licht, also ich gehe mal mein Mate spielen. Erste Chayush. Dominik, sein gigantischer Bizeps, obviously, verdeckt den ganzen Scheinwerfer. Nein, erst. Bist du. Ich mach weißer her. Dürren. Dürren. Dun 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 dun. Servus. Sollte irgendwer klippen, ehrlich gesagt, das war Hollywood-reif. Meine Haare sind wieder mal on point heute. Ich finde, du schaust bisschen urjung aus, wenn du die Haare so noch vorgibst. Ich weiß. Ja? Wie so kleiner Chines. Ich finde aber, es schaut nicht so schlecht aus, to be honest. Aber die Frisur passt halt nicht dazu im Moment. Okay. Oh, hallo L. MKL. Chachuki, er kann nicht mal Bible. Geht das schon los, oder? Er kann nicht mal Bible Tom schauen. Ja, oh, Scrub. Nein, tut mir leid, Chuki-chan, ich liebe dich. Hey, war das schon die erste? Nein. Ja, nein. Achso, das spielt wer anderer. Entschuldigung. So, das ist ein Winners Match. Ah, oh, ja, Winners Match. Ja. Was macht Los Alex in Wien? Der hat nur 6er Streak von mir kassiert im letzten Grand Prix. Wie? Dieser Blick. Er denkt sich, was für ein Hurensohn. Oh. Aber, ja, ich bin gespannt. Er hat gesagt, er geht positiv in dieses Matchup. Also Player-Matchup jetzt. Round 1. Aber ich weiß. War positiv, ich immer gut. Ja. CHIV. Ja, bist tempert. Aber. Ich mag Leute, die rot spielen. Und schwarz. Weil das ist ja das. Edgelord-Farben auch. Edgelord-Farben auch. Zeit für Negos zum Scheinen. Richtig schon. Oh, ein guter Whiff-Bunny. Das macht er richtig gerne. Trade. Ist der Negos schon? Oh, dieser absurde Hitbox. Ja, das ist ein sehr heftig. Momentary ist ein bisschen leise hier drauf. Ich hab's auf Wir haben alles cool. Das ist weird. Müssen wir nachher Nego schmixen lassen, tut mir leid. Oh, okay. Der ist noch ein Trigger, was passiert? Schön und stark. Aber hart. Commentary ist leise. Disflash hat aber dafür Meta ausgegeben, ich weiß nicht. Hammer schon.
Ich hab Mikro im Mund. Ja, Tom hat literally Mikro im Mund, so wie... Ich hab sogar Headset aufgesetzt. Er hat sogar das Headset... Wenn es noch näher ist, schaut's, ist FSK 18. Dann hört man nur noch... Quality Commentary haben wir wieder. Sehr gründige... Oh, der Drop! Aber oh, da war das war kein Sinn. Hat aber Full Meter. Ich bin lauter, sagt er. Du musst noch näher zum Mund schauen. Schau meine Tech an. Oh, Bogdan in der Haus. Nee. Der Hard-Edge-Administrator. Make Bollage. Make seine Anwesenheit. What? Round one. So, das war erstes Game für This Flash. This Flash. Dojos bester Beatboxer, möchte ich sagen. Weil er Boxer bietet. Boxer bietet. Das ist bitter. Tom ist genauso laut wie ich dreht. Ich schau mal, ob er behindert ist. Nein, er hat wirklich... When in doubt bin ich behindert. When in doubt. When in doubt bin ich behindert. Immer full reader. Oh! Backnick Punch ist nicht so gut, wenn Cam in der Ecke ist. Oh, das ist so. Das ist jetzt bitter. Start mal. Backjump OS. Er hat ihn. Ist das das letzte Turnier, wo man Backjump OS machen kann bei uns? Ist das. Gibt's kein Van Damage mehr? Bis Patch rauskommt? April, es gibt immer nur eins im Monat. So das ne. Wie war das mit dem Fuck? Na, nie der Fuck. Nie der Fuck. Plus Frames, aber er schlägt rein. Er hat keine Angst. No fear. No fear. No respect. Aber ein Fail-Dive-Kick von this Flash? Vielleicht. Oh. Diese Range ist sehr schwer für Laura. Ja, das stimmt. Cammy mit. Oh, Crush Counter. Er droppt. Das gibt's nicht. Jetzt aber die Nerven bewahren. Okay. Kann er töten? Sehr, immer noch gefährlich. Immer. Oh, kein Anti-Air von This Flash. Ich glaube, das waren jetzt... Sehr selten. Drin. Trinkt einen Schluck Bier vom Otterkringer. Das war jetzt ein bisschen chaotisch, sag ich mal. Mal schauen. Jetzt beide volles Meter. Oh, brave Blocks. Korrekt, Ona. Korrekt. Korrekt. Die 5 kann man nicht eigentlich nicht droppen. Wir sind also alle ziemliche Phänomene. Uiuiui. Oh, Backjump OS! Aber das hatte ich ein bisschen. Aber hat Air-to-Air, aber hat ein Knöpfe gedrückt beim Landen. Nie gut. Aber so viel Damage hat es gar nicht gemacht. Wahrscheinlich durch Jab Stardom. Njegosch droppt zweiten Sweep von geil. Jo. So gemein. Kiorwakiru! Spendet Miete? Ich bin nicht so einverstanden damit. Auf jeden Fall. Weil nach dem Super hat sie nicht wirklich ein... Hat sie nicht wirklich ein Setup? Das hat weniger Schaden gemacht, als ich dachte. Die Super, ehrlich gesagt. Was das für scheiß Super? Wie viel hast du gewonnen, Dino? 2-0? Aber das heißt 3-2 für Jinfu. Was redest du? So. Achso, nein, ich rede mit Tom. Dino. Haben wir 2-0. So, jetzt spielt Insta gegen Jinfu. Insta Jinfu? Insta Jinfu. Cool. Da war E-League. Wo ist der? Da war. E-League. Davor war es ja da war I like. Warum kannte ich das noch nicht? Ich hab's nicht so oft gedroppt. Da war I like, very much. Aber da war E-League ist sehr, sehr gut. Sehr cool, ja. Sehr clever. Da war E-League. Heute ist schade, es wären jetzt ein paar noch da gewesen, die noch mitspielen hätten können. Also zwei. Na, die Leo-Brüder, die sind ja immer zu Ostern weg. Na, ich meine, Boki 1 und 2. Brothers in Arms, ja. Ah, Boki, MK Boki, der bessere Boki, ist leider ein bisschen zu spät gekommen. Bissl ist gut. Und Bogdan, den Mann kannst du vergessen. Nein. Wir brauchen Bracket im Chat. Der X-Playboy87 braucht Bracket. Bracket im Chat, bitte, Bruder.
Double E-League. Double E-League, ja. Das Double ist, E-League, ja. Das ist so gut. Das ist fast so gut wie dein Italiener-Scherz. Erst mein Italiener-Scherz war urgut. Der war urgut. Ich fand's entweder lustig, ich hab's nicht mal verstanden eigentlich. Warum nicht? Weil du Nudelarme hast. Ich meine, du hast halt keine Nudelarme, deswegen war's nicht das so lustig. Udon. Die dickeren Nudeln. Original. Original Udons. Ich muss den nachher irgendwie droppen. Bist du deppert? Was ist das für Kappe von Davo? Schau, er schaut urjung aus. Young Davo Ilig. Young Davo Ilig. Young Davo Ilig mit der Kappe. Schau ihn an, mach den. Er schaut literally kawaii aus. Kawaii Davo Ilig. Kind of cute, moderate amounts of homo. Ja, ja. Nani the fuck, Alter. Nani the fuck. Arika thanks. Gozai much. Oh, ah ja, das ist ein Losers-Match. Ja, ja, wie ein Verlierer geht nach Hause. Oh, nach Hause. So wie Roger. Ah, nein, Roger geht in die Arbeit. Er war ein bisschen pissed, wo Nozarex ihn nicht eintrat. Ja, 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 wir haben ein bisschen FGC-Drama gehabt. Weil Nozarex hat ein bisschen zu Recht, finde ich, gesagt, dass der Roger nicht mitspielen darf, weil er sonst wen den Platz wegnimmt, wenn er gewinnt. Und dann nach Hause gehen muss, eine halbe Stunde später. Genau. Aber Roger hätte ihm fast die Pappen gehabt zum Mexican-Style. Oh, Crush das war Ruhe. Drama. Oh, gute Combo. Killed. Kill him. Es ist auch da, aber Bessie Laura im Dojo. Obviously in Österreich. Der droppt nichts. Nichts. Außer Mac. Und Bier. Und Bier! Weil er im Spiel nie was droppt, muss das, ja. Muss das, ja. Leben das irgendwo kompensieren und das droppt er halt. Vielleicht sollte ich auch ein paar Mal, vielleicht sollte ich auch ein paar Mal Bier runterhauen. Breaker. Oh, aber jetzt starke Kombo von Insta. Bisschen zurück zum Match. Ein bisschen. Der Lachvortex ist zu stark. Überhaupt, wenn Dino im Lachvortex ist, bist du da? Oh, das war jetzt. Es hört nicht mehr auf. Wie nach EX-SPD von... Also Chucken ist auf Negos Seite. Ja, um ehrlich zu sein, waren wir eh alle auf Negos Seite, aber wir haben halt nicht Nein sagen können, weil ich habe ein schlechtes Gewissen. Er wollte sogar Forum-Voting anzeigen. Ja. Auf einmal seist du Trottel. Chucken, du musst verstehen, der Mann, der hat so wenig Freizeit. Jetzt ist er mal da und dann lassen wir nicht mitspielen. Wie? Ja, der hat Depression. Wie geht das? Also ich war damals, hatte Waifu, hatte Arbeit. Ich jeden auch, Tag Dojo. Ich auch, Bruder, schau mich an. Jeden Tag? Ja, jeden Tag bin ich nicht. Na, ich schon. Drop. Ich habe mehr gemacht im Dojo, als in meiner Wohnung. So von Baustelle her. Das habe ich auch schon gehört. Aber zurück zum Match. Zurück zum Match. Oh, guter oh, Ante. 1-0. Sehr, sehr stark. 1-0, Jinfu. Jinfu? Er ist Player 2, hat anscheinend mehr Streak, vielleicht spiele ich Player 2. Glaubst du, ne? Manchmal ist das so, manchmal. Daran glaube ich sogar. Vielleicht, weil es dort keinen Luftzug oder so bissl, gibt, solche Sachen. Bissl, wer ist das? So. Aberglaube. Aberglaube, X-Faktor. Ist diese Geschichte wirklich wahr? Oder frei erfunden. In der nächsten Folge X-Faktor. Ihr Jonathan Frakes. Na, wie sagt das? In der nächsten Folge weitere Geschichten. X-Faktor, das ist unfassbar. Ich hatte als Kind Urangst, legit Angst bei X-Factor manchmal, bis deppert. Da waren Geschichten. Da gab es eine Folge mit der Oma, wo dann die Oma am Ende so rote Augen bekommt. Jo! Ich glaube, ich kann mich noch erinnern. Das war die Folge, da habe ich mich angeschissen. gleich mal Schock fürs Leben gehabt. Puh. War eine gute Serie. Goosebumps war auch cool. Mother Russia Colin. Kalin. Kann er aufmachen? Round 1. Fight. Sag mal, stream am besten. Es tut mir leid. Kochio. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Dieser Kulin-Pick. Naja, aber schau, wenn du einen Charakter kannst, den niemand kennt,
Nein. Auch wenn es nur, ich sehe so zwei Wochen. Ja, ich weiß, ich verstehe schon. Dieses Matchup-Erfahrung ist nicht da bei den anderen, das ist schon klar. Aber. Aber warum habe ich den Colleen gedroppt? Ah, weil ich dann angefangen habe, wieder zu trainieren, bevor die X. Colleen ist ursig. Nein. Ich kann nicht sagen. Erst mein Colleen ist ursig. Nein, ist nicht. Ich parry dir alles. Nein, tust du nicht. Alles. Wake up, Shoryu. Oh. Parry das shit. Parry. Wie viel ist das Minus dieser V-Skill? 4. Skill? Weiß ich nicht. Minus 2. 7? Schau, da haben wir es. Vielleicht hast du recht. Was passiert da? Ein was passiert da vom Davor? Kennt der Matchup nicht. Achso. Ich hab gedacht, nur... Was? Davor drop? Davor, das kann nicht... Der Chucken hat im Chat gesagt, du droppst nicht. Gibst nur eine neue Chance. Anti-Air, Jinfu. Oh, schau, gefallen gegen Laura. Da machst du Wake-Up, Parry, willst sick sein und dann gehst du Command-Grab in die Goschen. Ist das schon Colin, ey. Oh, 50-50? Kann er Setup? Nein, er kann nicht, warum? Das ist literally 50-50. Das hat nicht nach 50-50 ausgeschaut. Das war zu spät. Nach Parry 50-50. Cross-Up oder nicht Cross-Up? Das war aber zu spät, oder? Nein, er darf halt nicht diese Eiskugel werfen. Er muss den Jump machen, er muss jumpen. Okay. Entweder Light-Kick, bleibt da vorne. Ah nein, Light-Kick, Cross-Up und Hard-Kick. Bleib vorne. Oh, Insta-Kurz. Ah, er macht die Fahrt. Insta-Kurz vom Tod. What? Was für Hitbox. Unglaublich. Erst, Alter. Torpedo. Ich glaube, Laura gehört genervt. Ich glaube auch erst, ehrlich gesagt. Mir geht's ein bisschen am Arsch. Capcom, please nerven. Nein, eigentlich nicht. Ja, wenn's Laura nerven würde, dann könnten's den Kali auch nerven. Das brauchen wir. Das wollen wir alle nicht. EX-Berry gefällt mir nicht so, weil die... Ja, aber das ist der einzige, aber der ist schneller. Der ist schneller. Der am ersten Frame hat, oder? Ja. Muss er oft machen, wenn der andere im Meet immer. Wow! Schau, das meine ich! Das ist kein gutes Matchup. Oh! Aber Insta mit dem Jab-Band fand ich nur. Okay, was macht er daraus? Launch? Er macht Airgrab. Airgrab ist nicht cool, weil er gibt kein Setup danach. Aber da war mit dem Crazy Style, wie immer. Crazy. Schau, 8. Streak und Player 2 seit. 8. Streak und Player 2? Player 2, OP confirmed. Oh, jetzt sehen wir einen Run. Oh, ist schon vorbei. Entschuldigung, hab ich nicht gut. Wie? Nein, du. Warte. Oh, Nosarex Winzes spielen. Dino willst Commentary machen? Oh, wie der Trottel Maus auf die andere Seite legt, oder? Achso, du bist. So, jetzt müssen wir zuerst mal da. Winzeste und Nosa. Ah, machst du, das wäre sehr lieb. Insta. Nein, das geht nicht. Ab doch, warte, bis ich mich schauen. Was heißt? Round 1. So, ich hoffe, ich habe alles richtig eingestellt. Schauen wir mal. Full Screen. Nein, ich glaube, ich habe es verkehrt. So. Ah, ich glaube, jetzt soll es passen. Ja. Ich glaube schon. Er spielt gegen Artemis und Broly. Alexa, ist es wieder Zeit für Nick-Änderung bei mir? Oh je. Broly Biceps. Broly Biceps? Oder Bruce Lee. Bruce Lee kann ich nicht hören. Bruce Lee ist aber legit unter Nick. Nein, ich weiß nicht erst. Chicken Bruce Lee. Maximum Protein! Du musst ganz nah, sonst hört man dich literally so. Gar nicht. So, wie fast im Mund nehmen. Das Test. In den Mund stecken? Fast okay. Im Mund stecken. Okay. Weil Character Screen laggt auf PS4. Lara. Ja. Wer ist dein Dark Horse? Wer glaubst du gewinnt? Dominik. Dominik? Ja. Ich glaube auch, ehrlich gesagt.
Nego schaut das sicher noch urweh dann, was ihm da passiert ist. Hängt davon ab, wenn beide mit angezogener Bremse spielen, dann ist das unpredictable. Unpredictable? Sehen wir, jetzt musst du von Anfang an Pressure machen. Von Anfang an Vollgas geben. Lass den Gegner keine Luft geben. Dran, dass eine gute Putz-Sub so weit kommt, muss den Weg reinfinden. Oh, das hätte cool sein können. Potenzieller Chemie. Schau, also, was? Ich bin Fullscreen entfernt von meinem Gegner. EX, das bin ich. Oh, wow, Interruption. Interruption. Ich glaub, das war das Reaction, da hat er es einfach so gemacht. Oh, da wäre der Anti erst da gewesen. Oh, diese Trade da von dem Anti erst. Oh, da wusste er. Das dürfte es gewesen sein, ja. Vogel abgeschossen. Ja, das ist halt auch das. Die kennen sich sehr gut, die zwei. Die Habits, die kann man dann schon vielleicht mal ausnutzen. Aber Neutral Jump ist gegen jeden Boxer eigentlich sehr gut. Ja. Aber die guten Boxer, die warten auf den... Ja, genau, dann gibt's das Shoryu. Dann gibt's den Upper! Upper! Guter Ante erst. Denk Yoshi ist fit. Ich weiß nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen. Den Hänger. Hat Josh schon irgendwer geschrieben, dass der Stream losgeht? Könnt ihr Josh schreiben, weil er da weint sich eine Woche, wenn er keinen Stream schauen kann. Oder ihm ist was passiert. Wenn ihm was passiert. Ja, sag sowas nicht. Das ist mein Lieblingsdeutsch-Asiate. Deutsch-Asiate. Oh, eins. Quick Match! Very quick first match! 1-0 in Usewex, bitte updaten. Durchführen. Entschuldigung. Sofort. Passt. Mal Overview, damit wir diese hübschen Jungs sehen können mal. Oh, schau an. Siehst du diese Chicken Brustly? Oh, hast du? Brustly? Very good lach commentates. Very good commentates. Ich finde meinen Witz immer noch gut. Ich weiß nicht, was ihr habt. Du hast ihn nicht verstanden, hast du gesagt! Wie kann man für den Witz zu dumm sein? Nein, oder? Oh! Weißt du warum? Weil er uns vor Paris hat uns urbaniert mit seinem Beeps. Okay. Und dann hat er gesagt, Muschen, so wird's nichts mit Paris. Ja. Und recht hat er gehabt. Jetzt kommt der Busfahrer. Da will ich Negosch sein Gesicht sehen. Oh, der Negosch, ist zu verzweifeln in sein Gesicht. Jetzt kommen Plus Frames. Plus Frames jetzt. Jetzt muss man sehen, ob man in Mathematik aufgepasst hat. Die Plus Frames darf man nicht drücken. Ja. Oh, da ist er schon. Da haben wir Knie Numero Uno. Und schon in die Ecke. Plus. Oh, alles los, Bruder. Er verteilt ganz schön. Oh, no Anti-Airs? Oh. Ja, das ist sein einziges Problem. Er hat keine guten Anti-Airs. Aber der Jump war jetzt obvious. Der war sehr obvious. Oder? Oh. Da hat er gelernt vielleicht. Oh. Diese weite Grab Range. Oh. Der ist so ein Drecksmove. Wake up, Jab. Dieser EX Devil Reverse Bullshit. Diese Eigenschaften, die dieser Move hat. Ich versteh's nicht. Mind blown. Also erste Runde jetzt weiterhin für Nosarex. Matchpoint. Ja, und Matchpoint, stimmt. Hat er schon alle best of 5? Nein, noch nicht. Nein. Hat Dom schon eine Runde geholt? Nein. Noch nicht? Nein. Bitter. Das ist sehr bitter. Bitter Lemon. Aber vielleicht sehen wir so eine Art Comp. Schön. Hat er ihn abgeschossen. Ja, richtig. Den Vogel. Den Busfahrer. Vogel ist tot. Weißen Ecke, das ist nicht gut. Ja, das ist nie gut. Ich meine, er kann sowieso nicht laufen, also. Ja, egal, er hat die X-Leist, da kann ich ihn raus. Oh, ja, das kann halt auch passieren. Kochi! Oh! Dieser Interrupted. Da wäre mehr gar nicht. Schwache Punish. Vielleicht hat er. Aber jetzt kann. Jetzt kann Dominik full force, jetzt hat er keinen Vortrigger. Oh, das war weird. War nur Fight Trigger. Oh, jetzt kommt. True Bice. Oh shit.
Oh, da wird er sich ärgern, der Nego. Das war jetzt die Partie für beide. Da ärgert er sich zurecht. Er hat ihn schon. Hast mein Over, mein Wechsel gesehen? Genau, mein Five. Very smooth. Hollywood. Oscar. Editorial. Und Action. Klappe zu. Bis dann mal. Das ist halt... Oh. Oh, mit dem Timing versaut. Oh, das war Command Grab, oder? Weil ist, warum sollte das jetzt Standing Hard genommen? Ja, aber mit ist den Hard geklappt. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war Command Grab. Ja. Wir werden es nie erfahren. Ha, ich wusste ja. Oh. Steht sie weg. Weißt du, wie bei Michael Bay? Und da hat er's! Schön und stark. Das war sehr schön und stark, ja. Wenigstens hat er eine Runde geholt, der Dom. Aber das war's eh noch nicht, oder? Mach mal, schau mal, das Spiel muss. Dino Disflash. Dino Disflash, okay, ich trage mal ein. 2-0 Nosa-Rex. Boah. Sollte nicht Dom, Dom ist schon draußen, der ja, sollte kommentieren. Ah, ich war nicht gut heute. Dein Mic ist eh schon wieder viel zu weit weg, dich hört niemand. Hä? Dein Mic ist, Bruder, weißt du, du musst die... Nicht stark genug heute gewesen, aber wurscht. Ich bin immer noch Nummer 1 in den Punkten. Hast du schon aus? Naja, schau, wenn irgendwer wie gewinnt, ist ja wurscht. Naja, wobei... Wenn er gewinnt, nicht. Wenn Negos gewinnt, bist nicht mehr Nummer 1. Stimmt. Aber wurscht. Nächstes Mal umso stärker. Umso stärker? Es tut mir leid. Bruder. Ciao, Insta. Insta geht, was? Ja, nein. Insta, baba. Du gehst? GG's. Ciao. Insta hat mich hupaniert heute. Ich hab mich hilflos gefühlt. Baba, frohe Ostern. Kommt sie morgen? Ich komm morgen. Ist eh schon nett. Da komm ich. Echt? Da komm ich. Dann wird wieder lauter. Köpfe werden gegrabt, wie Nekali. Kommando. Slam Dunk. Kommando Grab. Kommando Grab. Wie MK Boki immer so schön sagt. Kommando Grab. Kommando. Boki. Kommando Griff. Kommando Grab. Grab. Aber ich finde Griff. Grab. Na, Griff ist Top Tier. Kommando Griff. Man, Bogdan ist ja der Meister des Griffs. Aha. Sehr griffig. Der Scheiß kann nie funktionieren, es tut mir leid. Außer bei so Bratasauna-Bitches, Armtücks. Wo ist mein Drink außerdem? Davor, kannst du meinen Drink kurz holen von Dino-Seite? Aber andererseits, Bogdan ist auch charismatischer. Dude, okay, dann hab ich's vergessen. Schon. Wo ist mein Drink? Yes, ich weiß nicht, wo der Drink ist. Wir müssen das Spiel kommentieren. Aber na, komm her. Die haben jetzt. Wir können tatsächlich slanken, ich hab. Okay, geht's jetzt? Hamas? Yeah. Hamas? Okay. Honey the fuck? Ich glaub, Frat, also Disflash, der hat die Gewohnheit, immer dieselbe Farbe zu nehmen vom Spiel, vom Gegner. Ja, glaubst du? Glaubst du, macht er das wirklich? Aber vor allem sind beide Farben, die vom Hintergrund schwer zu sehen sind. Roger würde das gar nicht mehr sehen. Roger wäre schon erblindet. Er würde sich denken, wo ist der Gegner? Ja. Shoutouts zu unseren Farben. Oh, sehr guter. Oh, back mit Punch. Stark, Antias. Ich muss sagen, der Disflash ist kein bisschen gerostet. Nein, er spielt auch sehr viel online. Nach seiner Abstinenz. Er ist zwar weniger im Dojo, da er zur Schule geht wieder. Ist eh gut. Und er hat Waifu und shit. Echt? Wusste ich gar nicht. Kommt halt nicht mehr so oft ins Dojo zum Offline-Casualen, aber online sehe ich ihn sehr oft. Spielt auch mit sehr starken Deutschen. Aha. Josh zum Beispiel. Na, Josh ist nicht schade.
Ich habe ihn nur zerfistet im Team-Turnier. Aber sein sein Goki ist trotzdem besser als deiner. Na sicher, er spielt ja noch länger. Wie lange muss ich diese Spiel-Goki noch nicht so lange Ausrede jetzt hören? Für immer wahrscheinlich. ganze Street Fighter 4 Ära habe ich gesagt, mein Goki ist so shit. Goki ist so schwach. Weak Character confirmed. Sogar Daigo hat das gesagt. Niemand wollte mir glauben. Ja, was? Daigo hat gesagt, Goki ist so shit. Oh shit. 1 zu 1, ich code ihn. Du codest ihn? Dead Ass, siehst du das S? Das S. Dead Pixelated Ass. Sick. Sick. Aber Kimmy ist schon eine gute Frau. Gute Frau. Kann man nichts sagen. Ich weiß, du magst den Charakter nicht, aber. Seit SF2 hasse ich diese Frau. Seit SF2 schon? Seit SF2. Bist der Part. Hassliebe. In New Challenges. Du sollst dein Mikrofon nicht in der Nase haben. Sanft. Okay, jetzt probieren wir mal zu kommentieren. Wegen, ich kommentiere okay? auch. Ah, Karin Sweep, sehr schwer zu punishen. Oh. Oh, das wäre hart punishbar. Das ist punishbar, ja. Das wundert mich, weil... Es ist aber trotzdem weird, weil... Oh! Der Palm, nach der Rekka, dieser Palm, was punishbar ist... Ja, ja, ja. Hat so eine lange Blockstun... Du musst jetzt dass man, dass drücken, man ja? meistens dann sein Punish baut. Das ist mir am Anfang oft bei Urien, was dir bei Dingen passiert, bei Shooter. Nicht EX-Shooter. Weil es auch ein sehr langer Blockstun. Und da habe ich immer viel zu früh gedrückt. Oh. Karin hat halt Probleme mit den Dive-Kicks Anti-Ehren, zu gehen. Ja. Genau. Muss Meter spenden, um Anti-Ehren zu können. Moment. Respektiere. Jetzt kann er sich natürlich Zeit nach. Oh, töten, wollte ich gerade sagen. Oh, guter Whiff-Punish, das ist Wahnsinn. Cammy's Hitbox beim Stand Hard Punch, das ist echt absurd. Es ist so gut. Warum? Ah, Mid-Punch. Es tut mir leid. Aber trotzdem. Das war Mid-Punch? Wir sind beide gut. Box hat sowas nicht. Na, sein Mid-Punch geht nach oben. Das kannst nicht. Kann's das nicht ist das urgute Ante. Ante, aber zum Bogen nicht. Ja, und du brauchst nichts zum Bogen, du machst Rush-Punch. Das ist minus 4 auf Block. Ja, wenn du es in meinem Face machst, kann ich es punishen. Eine Kali geht literally nichts raus ohne EX. Oh. 2-0 Displash übrigens. Trip Garden, keiner. Anti-Air Jab. Da probiert er den Shimmy, aber da lasst es ihn nicht Jimmy. Oh, Crash Counter. Guter Convert. Oh, das geht sich nicht aus. Seltener, sehr, sehr seltener Drop von Dino. Und so ein massiver Drop noch dazu. Oh, sehr gut. Sehr gut geblockt. Spendet Meter, um sicher zu gehen. Aber kann man schon mal machen. Ist auf jeden Fall wert, die Runde. Hat eh schon 2 Meter, also... Matchpoint, oder? Matchpoint, ja. Puh. Das ging schnell, ehrlich gesagt. Challenge. Ich glaube nicht, dass das irgendwer erwartet hätte. Ich glaube eh, das sollte im Losers dann kein Upset passieren. Ja. Dass die beiden im Finale sind. Im Grand Finals. Das sagst du jetzt, wo Negosch vor dir sitzt. Ich sag ja, sollte kein Upset passieren. Ja. Oh, Cold Doggo im Chat. Cold Doggo. Und wie lebt sich so mit CPD Point? Ja, jetzt bist gemachter Mann. Mann. Cold Puppy. Mal wurscht. Das kann ich so ein Stream sagen. Tja. Ja, alles. Der da. Wir sind FGC, wir sind nicht E-Sport. Ja, aber was ist, wenn mein Arbeitgeber den zuschaut? Was machen wir? Wir müssen das jetzt machen. So, Mach du das. Dino. Da kann man. Okay, Frat ist im Grand Finals.
Dino. Gib mir einfach rein, ich mach schon. Wer spielt jetzt überhaupt? Nosarex? Nosarex. Gegen Jin fucking Fu. Jin Fu? Okay. Wie ist der Score, bitte? Update. Okay, schauen wir, ob es richtig sitzen dann nachher. Ja. Sonst sollte alles passen, oder? Ja. Schauen wir mal. Round 1. Ja, mal kurz einen Button-Check. Da merkt man immer noch nicht, wer ist. Blau ist immer Player 1. Blau ist Player 1. Dann haben wir sie richtig, Bruder. Oder? Ja. Du musst dann nach dem schauen. Ja, das. Ah. Genius. Genius, wirklich. Naja, aber einer ist besser als keiner, Cold Dog. Naja. Kann man schon stolz sein auf den Punkt. Wenn man nach CPT-Points geht, bist du der beste Österreicher. Ja, aber nur wenn man nach CPT-Points geht. Die kleine Blonde ist das. Chuppen sagt, ultimatives Level-Up für Dojo wäre zu quitten und nur online zu spielen. Ja, man sitzt bei Displash eigentlich. Oh nein, nicht dieses Nekalikus. Warum? Wow. Na, er mag kein Mirror. Das ist wurscht. Davos schlägt Nosarex Laura clean im Mirror. Laura Mirror gegen Davos ist 7-3 für Davos. Zeig zu gemein. Ich weiß nicht, ob sein Nekali. Moment! Fight. Sein Nekali ist okay. Entschuldigung. Mir glaubt der Kleine. Pass auf, was du sagst, Kulter. Ich bin urstark. Er ist wirklich stark. Der kann nicht Mark drücken. Jeder kann. Beste Colin Österreich? Ja, das vielleicht. Wie viele Colins in Österreich gibt? Gibt es in Österreich 2? Vielleicht. Oh, Ingwer. Irgendwer schreibt da. Oh, das ist wahrscheinlich auch Rehle. Ich glaub, Rehle hat die Tastatur im GRZ übernommen und schreibt jetzt. Naja, hört's auf mit diesem Sackhart, das zählt nicht. Er kommt auch noch in die Pubertät. Ich komm auch noch. Tom ist auch noch nicht in der Pubertät. Bei Asiaten dauert's ein bisschen. Ja, weil sonst hätte er actually schon Bart. Mhm. Vielleicht mit 40. Boah. Oh, sehr gut, Ante. Uff, was wollte er da beten? Oh, oha. Wieder an. Was war das? Warum springt er weg? Actually live. Au. Jetzt. Oh! Sehr gut. Oh, wo? Schau, das meine ich. Wo war das schon? Er wusste nicht wahrscheinlich. Overhead. Ja, sicher weiß er. Ich glaube schon. Das hätte jetzt nochmal. Das hätte noch mal zurückfeuern können. Aber 1-1 in Runden. Oh, hat Kick. Langsames Spiel jetzt. Oh! Ich habe schon committed. Nein. Challenged nicht. Nach das dem sind Block. Halt die Dinge, die musst du vor allem als lauer Spieler challengen. Dieses. Ja, auf Block, dann Commandash, da kannst du. Dash, da kannst du reinjammen. Du challengest nicht einmal, du bist dran. Ja, eh. Aber es ist halt schon. Du musst halt schon ready sein. Wir sind immer noch Menschen, nicht Maschine. Ja, aber das ist. So wie Verlores. Ah, schlecht. Oh. Aber. Da war er nicht ready, aber trotzdem. Ja, schau, der MK, der findet den Skin auch nicht gut. Da steht nice, du Trottel. Ich glaube, das ist mit Punkti Punkti. Ich glaube, das ist Sarkasmus. Nice steht da. Ja? Das ist nicht Sarkasmus. Ich glaube schon. Ist das Sarkasmus? Das ist nicht MKL? Sarkasmus. Okay, er bleibt bei Nekali. Fight! Ich glaube, es ist Sarkasmus. Kunice. Oh, Hardkick. Da macht man Light Disc oder man geht auf den Exakt. Ja, ich hab das aber auch noch nicht so intus. Ich tue meistens, wenn ich so weit. Actually, nice. Ah, ich hab besser. Ah. Read it, den Command Grab. Oh. Ich hätte mit dem Shoryu wieder gerechnet, ehrlich gesagt. Was macht er? Ah. Kurz vor Stun. Oh. Zweimal hat Niegosch gewartet, nachdem Nackdown. Sehr und lang gewartet. Er hat nicht gleich ein Miete gemacht oder Miete Command Grab. Er hat kurz gewartet und ist dann kurz reingegangen, zweimal hintereinander. What?
Ich glaube, das war actually Punish. Das war nicht. Ja, es ist. Neutral Jump gepunished. Punish eigentlich, aber es war random. Doch! Sicher, naja, im Gegenkopf. Ist da wo? Kannst du so reden, Alter? Sehr scheu, Happy. Aber trifft offen. Also. Er hat bis jetzt eins geblockt worden. Hat halt die Runde gekostet eigentlich. Es steht eigentlich 1-0, gell? Oh shit, stimmt, es steht 1-0. Es tut mir leid, 2-0, das machen wir schnell. So. Schauen wir mal. Negosch ist im Loser Final. Negosch ist Loser Finals und oben, ja, Dino und gegen Dino. Gegen Dino, das wird jetzt. Nosarex gegen Dino. Nosarex, dritter Platz, holt sich den dritten. Red nicht zu mir, wenn er schon verloren hätte. Na sicher. Nein, oder Dino. Dino und Nosarex mit dem sicheren dritten. Rechnest schon, ob du immer noch Nummer 1 bist? Nein, ich bin nicht mehr, weil Niegosch mehr Punkte bekommt und er ist ja. Er war ja nur 2 Punkte unter mir. Tschüss. Beide ziemlich freaking Frat, schreibt er. Chucken immer mit den harten, Chucken, aber doch wahren Worten. Der Mac Dropper himself. Das war ich schon nicht so lieb, die Aussage. Aber schauen wir mal, schauen wir mal, wie es ausgeht zwischen den beiden. Ja, man. Ist halt auch. Rat ist halt auch actually stark. Kann man nichts dagegen sagen? Der aktivste im Moment wahrscheinlich. Ich weiß, der aktivste Spieler. Du leidenschaftlicher Chemie-Hasser, aber man muss sie mal anerkennen. Sicher. Trotzdem ist kein meine Hure. Die Futter. Scheiß Furz. Na okay, Losers Final. Round 1. Losers Final. Ja, oh, was passiert gerade? So. Ich weiß nicht, was du machst. Ich weiß gar nicht. Nosarex spielt nicht so oft Casual gegen Dino. Gegen Karin. Ich weiß nicht, wie sein. Mein kennt Basic Karin Matchup. Aber das ist Dino. Das ist Dino Karin. Ja, die ist nicht so basic. Solid Dino. Aber schauen wir, vielleicht, was eh bei Laura kann es schon mal passieren. Wobei, es ist jetzt Best of 5. Ist Best of 5, ja, kann. Was ist Plus 5? Da ist halt immer. Ist der Random Faktor ein bisschen weniger, sag ich mal. Oh! Steht man gerne auf. Oh, resettet noch. Anstatt einfach zu Combo. Warum macht er sowas? Disrespect vielleicht. Minus 2. Wissen wir ja, dass das oft auch mal ein Advantage sein kann. Kommando Grab. Oh, punishbar, vollkommen punish. Warum macht man dieses Setup dann? Der Gegner, wenn das ist 50-50 Chance, dass er nicht aufsteht. Ja, eben. Ja, aber der kriegt dann full punish, das ist ja nicht worth it. 50%, dass das passiert. Klingt wie nicht gut. Die meiste Zeit Quick Resin halt, die Gegner. Und da gibt er ihm jetzt. Was, das war immer. Gibt er ihm jetzt Palm. 1-0, dieser Dino. Quick Match. Round 1. Fight! Cold Dog ist auf einmal so leise. Ich weiß auch nicht. Vielleicht weint er gerade. Warum soll der weinen? Da hab ich mich auch gefragt. Oh, das hätte er confirmen können. In einer stärkeren Kombo. Weil das war der Hard Punch. Oh, trifft stehend. Warum auch immer. Keine Ahnung. Vielleicht. Er hat aber nichts gedrückt, Dino, sonst wäre ein Crash-Counter passiert. Vorwärtsgang. Das kann auch sein. Okay, nehmen wir Start. Oh, Challenge das. Oh, zu Recht anscheinend. Die macht so wenig Schaden. Oh, Uwe. Karin, low life, aber. War schon einige Hits davor. Oh je. Backjump OS. Oh, random Overhead. Naja, kann man random sagen. Ist es random, wenn es trifft? Ja. Okay. Es hat randomly getroffen. Es hat randomly getroffen.
Oh, guter Confirm. Stark. Schön, schön und stark. Von Anfang an da wurde. Guter Damage. Okay, es war auch nur aus einem Mid-Punch in die Schulter. Ja, stimmt. Da ist nicht viel davor. Bei Jabowetzki er durch. Ja. Diese Critical Art. Oh, Jump in. Oh. Drop die Schulter-Combo. Insta-Crit. Oh, Insta-Crit, hallo. Willkommen ist das, zurück. Ist das Insta? Ja. Ah, was für ein Wortspiel. Mit Oven. Ah, kann er töten. Was macht er? Er wusste nicht, was er machen soll. Er hat an drei Setups gedacht und wusste nicht mehr, was er machen soll. Feuerball war draußen. Tatsächlich. Da sind wir actually zu blöd, um erkennen, was passiert ist. Nosarex natürlich, mit dem Wissen, Nosarex, weil er der ist so Character Specialist ist. Character Loyalist Specialist. Der Typ ist ganzen Tag Labor. Round 1. 1 zu 1. Könnte interessant werden. Der Best of 5. Wie gesagt, kann alles passieren. Man hat mehr Zeit. Oh. Zu adaptieren. Command Grab, into Command Grab. Oh, warum ist eigentlich Playboy 87 heute nicht da? Er war heute arbeiten. Rassig. Und davor hatte er Leg Day. Da kann man nicht hergehen dann. Und er ist aber 8 Stunden lang gestanden. Also, ja, du das verstehe ich schon. Du musst sitzen beim Spielen. Jegosch mit diesem ominösen Trick, Neutral Jump und dann Hard Punch bei der Landung. Anscheinend. Hat er das wirklich gerade gemacht? Ich hab kurz gedacht. Ja, zweimal jetzt. Wirklich? Oh, das ist so ein blöder. Zweimal in der. Ah, wenn es trifft. Dann ja, aber ich fühle mich jetzt actually nicht mehr so schlecht, wenn es den Dino auch getroffen hat. Oh. Es ist weird halt einfach. Das ja, ist Neutral Jump und dann. Du bist. Löst was aus, du willst was drücken. Du bist Trip Garden. Dem Trigger sehr gefährlich. Bushimi, oh, ein bisschen langsam mit dem Hard Punch. Plus Frame. R2R. Kommando Grab. Das war's. 2-1 jetzt. 2-1. Nosarex übernimmt die Führung. Potentially letztes Spiel jetzt. Vielleicht liegt das auch an dem Paris Level up. Ah, kann ich nicht behaupten. Also von mir jetzt, von mir. Beim Negosch natürlich. Round 1. Von mir meine ich jetzt. Obviously. Er hat ja gegen Will to Park gespielt, 2 zu 1. Und ja, er hat ihm Perfect gegeben und dann hat er sich gedacht, ich habe ihm Perfect gegeben, ich spiele lieber anders, als ich jetzt gespielt habe. Yeah. Oh! Sehr guter Confirm. Das war sick. Das tut weh. Low Life Karin. Ist wie Goki. Ah, guter Read beim Command Grab. Dino mit. Oh! Hat nicht an den Shimmy geglaubt. Jetzt ist er triggered. Ah, sehr gut. Challenged. Overhead. Kann abschließen mit dem Super. Holt die Runde. Ich glaube, es schreibt Joker gerade auf dem Handy, weil der macht so viele Schreibfehler. Die ganze Zeit schon. Ja, vielleicht ist er auch nur behindert. Das kann auch natürlich sein. When in doubt, retard. Ich fühle mich immer urschlecht, wenn man Joker beleidigt. Ich beleidige nicht, ich sag die Wahrheit. Obwohl er eigentlich eh auch uroft herumschimpfen tut. Yeah. Ja, Joken ist eh cool. Hey, ist cool, ja. Manchmal. Block! Punish! Guter Punish. Oh, da war's. Enko, Optimize. Sirk. Ah! Oh. Wollte Shimin, Negosch aber mit dem Neutral Jump. Oh je, Kommando Grab. Kommando Grab. Was passiert kann jetzt? Alles passieren. Jetzt. Oh! 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 Reversal. Er hat irgendwas gemacht. Irgendwas wollte er machen. Ich hab nur den Stick hämmern gehört. Da war ein Reversal zu sehen. Und zu hören. Und zu hören. Die Eckschulter. Laut Nosarex. Aber. Das haben sie bis zum Paris erst ab gehört. Dem dritten Frame. Aber Dino on point mit seinem Meeting. Boah, was war das? Da pumpt er sich selber auf. Hey,
Was für ein Movement, hast du das gesehen? Wahnsinn, Movement, ja. Hin und her gedasht. Wie sein Ryu. Ich glaube, wenn dieses Delinquent Ryu Kostüm kommt, spiele ich wieder Ryu. Also so zu einem Nebencharakter. So sick. Ich glaube, Dino wollte resetten und nicht, dass das... Oh! Oh! Ein bisschen wieder zu spät. Ein bisschen zu spät. Oh, Mann, der hat Mensch. Den Neutral Jump. So. So schnell kann es gehen. Dino Matchpoint. Alles herumgedreht. Wahnsinn. Dino wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen vorsichtiger spielen. Das hätte wedeln können. Guter Block. Guter Block. Aber ist nur minus 2. Minus 2, ne? Minus 2? Was für Scheiße. Wahnsinn, ja. Oh, R2R. Ich glaube, Dino wollte da challengen, hat aber einen R2R kassiert. Bist du dir sicher, dass es nur minus 2 ist? Yes, yes. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Kein Anti-R. Jetzt wird viel geworfen von Dino. Nächste Combo sitzt, dann kriegt Dino super und muss damit weg. Man sieht auch am Grey Life, alles kann jetzt wehtun. Oh, hat der Trigger. Hat, oh, das hat wehgetan. Nur im V-Trigger minus 2, ich hab gewusst, du redest scheiße. Anti-Air-Jab! Ich bin stolz auf dich, Dino. Anti-Air-Jab. Anti-Air-Jab, bester Mann. Wahnsinn. War aber war doch sehr Spiel, knapp am Ende. Also das letzte Match war dann schon sehr dominant von Dino. Aber ja, aber hättest nicht gedacht, dass Nosrex so viel Runden holt, gell? Sei ganz ehrlich. Du Arsch. Na, sicher. Na, hab ich nicht. Ich gönn ihm. Gönnt ihm? Sicher. Er gönnt ihm. Schau. So, jetzt haben wir Grand Finals. Grand? Ich hab's vorher du hast gesagt. Du hast natürlich aber gecallt. Natürlich. Es hätte auch andersrum. Das heißt, Dino müsste jetzt resetten, wenn ich mich da nicht irre. Was natürlich jetzt nicht einfach ist gegen den Fahrt. Ah, ich gebe ab. Oh, wo gibst du ihn ab? An Nosarex in die Kommentare. Warum erst? Weil ich aufs Klo muss. Er muss nur so. Ja. Erster Schauder. Eine Überraschung. What? What? Disflash gegen Dino. Disflash im Winners. Mit Akuma? Ja, wenn er es meint. Der hat doch so gut gewonnen. Vielleicht will er es spannend machen. Wer weiß. Oh, was steht da im Chat? 3-2 Fahrt. Was, was redest du, Bruder? Er muss saufen. Hä? Round 1. Fight! Warum meinst du, dass man es merkt, Chuken? Ich verstehe nicht, was gerade passiert im Chat. Oh. Mal schauen, ob das kein Fehler war. Ja. Naja, er kann im Endeffekt kann er sich leisten. Auch wenn der Reset tatsächlich passiert. Ah, aber es ist trotzdem nicht nötig. Moin. Servus, GR. 1811 MC. Ja. Oder so. Santé, wie die Franzosen sagen. Wir reden hier aber nicht mit Franzosen. Wir sind mal in Wien. Oh, confirm, Ebola. Bitte nicht. Oh! Na, das einzige, was ich aus Frankreich cool gefunden habe an Französisch ist. Mais oui! Mais oui! Mais oui! Oh la la, le combo! Na so. Sagen sie wirklich oh la la? Oh la la, le combo, ja. Na, ich glaube nicht. Oh ja, wirklich, das sagen sie. Ja. Oh, da waren jetzt schon ein paar gedroppte Kombos. Ob es das wirklich mal. Also meiner Meinung nach wäre da jetzt der Switch angebracht wieder. Ich glaube, er wird so lange Goki spielen, bis Dino nicht wirklich resettet. Glaubst? Ich glaube schon. Ja, kann man schon mal machen. Und dann kann natürlich alles passieren. Oh! Okay. Fight! Character
Ja. Specialist kann. Schau dir den Damage an gegen Goki. Ja. Da tut alles weh. Aber gut, er kriegt jetzt 25 Leben. Mit dem Update. Ja, stimmt. Ist das das letzte, wenn Damage. Ja, das ist das letzte, wenn Damage. Haben wir vorhin schon gesagt. Ja. Letztes, wenn Damage mit Option Select. Jump Back OS. Ja, mit Back. Aber ich. Ja, wobei gegen Dino habe ich es mehr verwendet als gegen einige andere. Ich muss echt sagen, du hast gegen mich nicht mehr so oft verwendet, wie man gecashed hat. Ja, ja. Ich mache sie weniger. Guter Charakter. Vielleicht der beste Allrounder. Ja, Allrounder kann man schon sagen. Die einzige Schwäche, die er hat, sind seine Stubby Normals. Ja. Seine kurzen Normals. Dafür hat er halt den stärksten, also einen der stärksten V-Trigger. Ja, kann man schon sagen. Wenn du wie Haitani. Ja, Haitani ist echt. Der bildet mit, er hat noch 80% Life und er ist im Nickerly Trigger. Ich weiß nicht, wie er das macht. Der trifft so viele von diesen. Nicht Storms. Tremor-Dingen. Seismo oder? Seismo, ja, genau, Seismo. Und ja, wie gesagt, er hat noch 3/4 Leben und hat schon wie Trigger. Und dann natürlich ein anderer Charakter das quasi. Das ist ja natürlich dann. Wow, sick! Der Buffer war. Oder ja, Buffer. Ich sag Buffer. Es war eh Buffer. Um ehrlich zu sein. Oder alle Combo. Mewi! The Throw. My Air Fireball Pressure. See? Was? Ja, Dino Mixer. Wie viel ist das im Block? Weißt du das? Was? Dieser X. Achso, das war. Ja, ja, natürlich. Das ist dieser Dash von mir. Ja. Ich glaub, du warst kurz verwirrt, ja, gell? Ja. Definitiv. Ah, der Whiff! Oh. Ins Leere! Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das gewollt war. Aber, ja. Ja, was denn sonst? Ja, ja, ich. Vielleicht ja, Dash Under, Dash Under. Eventuell. Ich schätze Dash Under. Wäre natürlich sick gewesen. Oh, pardon, wir haben den Score nicht geupdatet. Das steht 1-0 für Dino im Moment. Da tut jeder. Oh, schau. Nein. Ich glaube, das wollte er nicht. Aber das kann man nicht punishen. Oh, es geht schon. Ich kann es nicht. Ich weiß, Ex Schulter halt, aber keine Ahnung. Es geht nicht viel, glaube ich. Ja. Bitte? Seit heute auf Bonzi Super. Gratuliere. Man muss. Es sind die man muss sich immer einen Schritt nach dem anderen. Ja, natürlich. Ja, spielt der Kuma. Overhead gegen den Walk-In-Throw. Wegen Airborne schlägt das Walk-In-Throw. Sehr smart, hat mir gefallen. Und ja. Oh, das war auch cool. Oh, da hat er sogar noch was gedrückt, hätte blocken können. Ja. 2-0 für Nino, ein Match entfernt vom Reset. Aber wie wir gelernt haben, ein 2-0 heißt nichts. Ja. Auch eine gute Runde zum Beginn für 3-0 heißt noch nichts. Das kann alles. Das kann immer, sich immer, immer umdrehen. Alles passieren. Ja. Er wechselt Charakter. Er lässt den Reset. Nichts mit Goki zu. Ja. Wenn Reset, dann gegen Cammy. Wer spielt denn noch eine Kali aus? Haitani, Phenom, Gamer Bee, ja. Spiel wobei auch. Gamer Bee ist Warstab in 5. Ja, aber er hatet das Spiel zu viel. Ja, deswegen. Aber er ist trotzdem gut. Ja, er ist eh gut. Nein. Um Gottes Willen. Also ich sage nicht, er gefällt mir ehrlich gesagt besser als Phenom sein für Kali. Phenom spielt der YOLO. Phenom spielt mir zu YOLO. Ja. Aber auf jeden Fall Haitani einfach. Du kannst auf YouTube auch, ich glaube sein Name ist Alien00. Mhm. Ja, ist es. Oder halt Captain Fighters Network, einfach Alien00 und das ist Haitani. Und ich glaube auf WeLeague.com stehen eh die ganzen die Pro-Gamer. Und da kann man sich einfach alles anschauen. Also Haitani ist schon ein sehr gutes Source für coole Sachen. Aber ich glaube am Anfang mal im Bronze auf die Basics einfach konzentrieren. Dann geht das schon. Blocken und bestrafen. Oder Frame Traps. Versuchen drüber zu fahren, quasi. Da hat Nekali ein paar nette Sachen. Boah, wieder. Das habe ich vorhin gemeint. Das setzt der Dino sehr stark ein. May I love you? Ich weiß nicht, was sie sagt. May we. Oh! Ich glaube, die Wake Up Jab war da im Spiel, glaube ich. Irgendwas war im Spiel. Ja. Aber gut, Counter Dino hat jetzt einen 2-Runden-Buffer. Natürlich, das ist schon sehr gut für die Nerven, aber trotzdem. Naja, da kann man schon. Also, das ist. Oh, sicker Buffer wieder. Oh.
Ja, das in Paris, da waren ich und Stritzi. Also wir beide. Wir beide, die kommentieren, ja. Die beiden, die kommentieren, die waren da in Paris. Das war sehr cool anzuschauen, ja. Ja, definitiv, also auch von der Location muss man sagen, top notch. Ja. Obwohl ich jetzt kein Fan mehr von Frankreich bin. Nein, Paris jetzt ist im eine Match schöne Stadt. Corner Pressure, da wollte er ein Shoryu baiten oder ähnliches. Jump in, ja, gegen das ist immer. Gegen this Flash darf man da, nicht springen. Da wägt man immer ab, du weißt, ja. Ein Jump in into irgendwas wird es jetzt bringen für dich, weißt du? Und dann. Aber und der Gegner weiß, aber es ja, ist ja, halt sicher, oft so. Sicher. Aber es ist halt, ja, wie gesagt, nicht schon sehr gut im Anti, sehr ja. Gut im Anti. Ich muss auch sagen, wie gegen mich casualt hat, wo er mich banniert hat, hat er sogar noch viel mehr mit Shoryu, also wirklich schön. Shoto Basic. Ja, ja. Kann man entgegen aller Gerüchte, die um 5 zirkulieren, immer noch mal. Geht schon, ja. Ja. Ich glaube auch, dass die Leute mittlerweile eher lernen, das Spiel zu appreciaten. Es ist halt immer schwer, wenn du mit einem Spiel angefangen hast und du erwartest, Drop den Stun. So muss dieses Spiel sein und dann ist es anders. Ja, es halt war von 3 auf 4 nicht anders. Das ist für die 4 Spieler auf 5 nicht anders, aber man kommt dann halt rein. Oh, guter Chemie jetzt von Disflash. Dino lässt sich hier nicht weiter pressuren, geht für den Ex-Shoryu. Slow. Dino ist noch im Trigger, hat noch die Rekas zur Verfügung mit dem Overhead. Matchpoint für den Reset. Yes, yes. Round 2. Fight. Das wird wehtun. Oh, geht für den Reset. Ja, ich hätte Damage gemacht, ehrlich gesagt. Aber was weiß ich schon. Ich meine, Reset ist oft. Ich hab zum Beispiel jetzt gegen. Ich bin oft in Damage gegangen mit dem WSD. Super. Dann hab's mir dann eigentlich. Es ist eh nicht smart, mit Trigger und Super im selben Moment zu vergeuden, aber. Also irgendwie war mir der Life Lead vom Gefühl her wichtig. Ja, Life Lead ist immer angenehm zu haben. Guter Block jetzt von Dino gegen den Cross-Up. Kann man jetzt challengen den EX-Dive nicht schon? Geht schon. Ich weiß nicht, oh ja, geht. Nicht wie ein schlechtes bester Dive-Kick frame-mäßig ist. Guter Tech, wichtig wegen ein schlechter geht auf jeden Fall zum Challenge. Ja. Reversal von Frat, wichtig, Dino wird er confirmen? Nein, warum? Oh, Forward throw, Frat cornered. Overhead, aber Shoryu von Frat. Oh shit. Beide stacked. Oh no! Oh Gott! What? Jetzt hatten beide, waren fully stacked und in 5 Sekunden sind beide empty und dann, der Overhead macht. Gottes der Willen. Overhead does the trick. Das war sehr intens, sehr intens. Ich habe mindestens 2 Monate meines Lebens verloren gerade. Reset. Frat steht auf, holt sein Getränk. Zurecht. Puh. Ich glaube, Dino macht auch noch einen kurzen Break. Ein Rauchen oder so. Eine Rauchen. Nein, Spaß. Als Nichtraucher. Dino raucht nicht, aber kurze Breaks immer willkommen, definitiv. Ja, das kann man. Einmal durchatmen ist immer gut. Auch so Character Select gehen einfach, wenn du kannst. Ja. Einmal Character Select. Was mir sehr gut gefallen hat, war beim großen Van Damage X. Hat Dino gegen. Wer hat er gespielt? Ich glaube gegen Monkey Fist. Glaube ich. Ich weiß nicht. Und ich weiß nicht, ob es Monkey Fist war. Aber auf jeden Fall, er lag 2-0 vorne. Und Dino hat sich eine Minute Zeit genommen, ist kurz in sich gegangen und ist dann 3-2 drüber gefahren. Hat quasi darüber. Ja, das bringt schon viel. Sich Gedanken gemacht, einfach, was ist passiert, warum habe ich verloren und dann war es definitiv ein anderes Spiel. Und dieses Mindset, dieses verlorene Mindset, ein bisschen abschütteln. Das ist meiner Meinung nach Reles größte Schwäche. Ja, definitiv. Er steht sich selbst im Weg. Ja. Ich habe vorhin gesagt, sein schlechtestes Matchup sind seine eigenen Emotionen. Ja. Tiltet zu schnell. Ja. Viel zu schnell. Ich weiß nicht, ob jemand im Dojo schneller tiltet als Rele. Ja, der wird richtig aggressiv. Ja. Okay, Reset 0-0. Es gibt keinen Winner im Moment. So, schauen wir mal. Dino hat gegen Cammy noch den Reset geholt. Ja, das könnte ein bisschen ein Confidence auch sein. Schimmit. Oh, das tut weh.
kenne mich natürlich auch eher mit wenig Leben. Down, ja. Und meiner Meinung nach, Karin, eine der wenigen, die was Range und Geschwindigkeit Fuzzis mitspielen kann mit Cammy. Ah, das hat er zu früh gedrückt. Corner Draw, oh, baitet den Shoryu. Schön. Ja, schön und stark. Schön. Adaption. Stark. Adaption. Adaption. Das wird schon fast wieder toller raus. Oh, schau, der war zum Beispiel auch viel zu hoch. Viel zu hoch, ja. Boah, dieser Cammy, enormous pressure. Karin, Max Range Sweep, sehr stark. Eines der besten Tools von ihr, finde ich. Ich finde auch. Da kann ich einfach größtenteils als Nekali vor allem nichts machen mit dem kurzen Sweep. Converted nicht. Nur Kens und Giants unterwegs. Und dann viel blocken am Gegner, ja, Wake-Up. Viel blocken. Und dann aber auch Punish. Aber ich glaube, das war ein Fehl-Input. Da ist nicht der Anti herausgekommen, den er haben wollte. Low forward, into Rekka, into Super. Das müsste das 1-0 sein. Into wir first game one. Ja. Sehr stark. Aber man muss auch sagen, Dino, was Adaption angeht, einer der stärksten im Dojo. Mit wenn, Abstand. Wenn nicht bester wenn, Mann. Ja. Bester Mann in dieser Hinsicht, ja. Mal schauen, wie sich Frat jetzt tut mit der Depp. Weil schließlich jetzt hat er wie viele Runden verloren? Das ist jetzt, schon bitter. Ja, nicht so schlimm wie ich gegen Dominik letztes Mal. Ja, das war. Red mal lieber nicht davon. Ja. Oh, dieser Shimmy. Falls ihr wissen wollt, worum es geht, auf unserem YouTube-Account Virtual Dojo Vienna gibt es eine Highlight-Compilation vom letzten Van Damage. Es wird auch eine Highlight-Compilation von diesen kommen. Also, ja. Macht mich ein bisschen traurig. Dass du nicht drin bist. Ja. Ah, nächstes Mal vielleicht wieder. Ja, muss ich mich wieder anstrengen. Ja. Actually wärst du sogar drin gewesen, aber ich hab fucked up. Warum? Weil du bist ja Top 8 und wir streamen ja immer Top 8. Ach so, stimmt. Ja, weil ich hab nichts gemacht, was. Sweep was into Trigger. Oh. Das kann ich. Oh, der Shimmy ist real! Und Spendet hat mir gefallen. Ich auf das jeden sicher. Fall 100%. Schau sein Leben an, sicher durch. Runde über Meter. Runde, immer, ohne überlegen. Ja. Vor allem du baust so schnell Meter, auch als Karin. So mir ist wurscht, wie viel Leben ich habe. Ja. Wenn ich die Runde krieg's, dann spend ich ihn alles. Meter. Ja, definitiv. Walk up throw. Dino jetzt sehr schnell gecornert worden. Standing Light Kick. Standing Light Punch. Ranziger Shimmy, sehr stark. Starke Pressure, Corner Throw. Ich hätte eher mit Wake Up Shoryu. Er wollte antieren, aber gegen den X-Dive Kick, es ist wirklich schwer. Du reagierst auf den Sprung, auf die Sprunganimation und wenn du während du drückst, dive sie schon in dich rein. Hast du den Damage gesehen? Das war extrem viel. Ja. Trigger. Geht wieder, ich glaube, dass er auch gewartet wieder hat. Walk up throw. Diese schnelle Walk Speed von Cammy. Sehr stark. Und auch dieser einfach dieser Standing Light Kick, der dich kein bisschen zurückdruckt. Cool. Wieder Sweep. Wie gesagt, eines der stärksten Tools von Karin. Oh, guter Shimmy. Ich kann es mir besonders gegen Nekali jetzt, weil wegen den Stubby Normals, glaube ich, ist das extrem stark. Ich kann das so oft nicht bestrafen. Wow, sehr stark mit dem Dash Under into Shimmy. Hat mir sehr gut gefallen. Ich dachte, das kann er wirklich punishen. Das ist jetzt natürlich bitter für Frat. Wie Trigger auch schon ausgelaufen. Eine 2. Oh, lässt sich den Shimmy nicht gefallen. Sehr stark. Das hätte jetzt aber auch wehtun können. Ja, hätte wehtun können. Nur Stack mit dem Super, er braucht quasi einen Hit für den Confirm. Und da ist es wieder. Und da ist er, definitiv. 2-0? 2-0 für Dino. Frat geht in sich, denkt nach. Sollte er auch. Naja. Ja. Das waren jetzt sehr viele Runden hintereinander, also sehr viele Spiele. Aber sehr stark, da sieht man Dino Adaption. Sehr strong. Ist auf die Shimmys größtenteils nicht reingefallen. Hat sogar die Shimmys bestraft. Mhm.
Sehr wichtig. Sehr wichtig. Vor allem, wenn dein Gegner merkt, du bestrafst seine Shimmy-Attempts, ja, ist er immer weniger gewillt, den auch wieder zu machen. Und das ist, wovon Kemi auch größtenteils lebt, der Shimmy. Und wenn du als Kemi das Gefühl hast, der Gegner nimmt mir meinen Shimmy, ist nicht mehr viel übrig. Character selected nochmal zum Überlegen. Mal die Farbe wechseln. Hat er jetzt Training Stage genommen? Ja. Warum macht man sowas? Ja, ist ja wurscht. Ist okay. Actually meine Lieblingsstage. Training Stage? Ja, ich mag sie sehr gerne. Warum? Ich mag die Musik. Ah, das wundert mich nicht. Wieder Free. Dazwischen ist eine Lücke, da kann man einen 3-4 Framer reindrücken. Zwischen Schulter oder was? Ja, mit Kick Schulter. Es gibt Karins, die abusen, die machen immer irgendwas. Jab, Mid-Punch, Schulter, da kannst du. Und das ist halt ihr Go-To-Blockspring, da kannst du immer rein. Strafen, also. Was ist mit Mid-Punch into links? Schulter? Auch, auch. Du kannst, echt? Es gibt nur eins gibt's, da ist keine Lücke, ich weiß es nicht. Was ist. Backdraw, sehr starke Runde jetzt von Frat. Round 2. Fight! Oh, vielleicht kann er Momentum jetzt zurückholen mit diesem Character Select Screen. Ja, wie gesagt natürlich. Oft kurz in sich gehen. Einmal durchatmen. Oh, das wird ein. Ah, oh, Dino droppt ein Punish. Bitte? Es sehen der Mitte. Es sehen der Mitte, was redest du? Schauen wir nachher, gut. With Punish mit Hilfe des Triggers. Das war sehr hat mir gut. Sehr gut gefallen. Das war wirklich sehr gut. Das ist etwas, was ich gerne mache, ist auch im Neutral schauen, auf eine Bewegung reagieren. Ich meine, das ist normal. Triggern und dann kannst du schauen, vor allem was gegen so Command Dash Charaktere, genau. Weißt du dann, okay, super raus. Wenn du ihn hast. Jetzt haben wir wieder nicht geschaut. Jetzt haben wir es nicht gesehen, ja. Cannon Strike! Sweep noch Max Range. Gewifter Dive Kick. Ja, das ist sicher auch gut punishbar eigentlich. Ein Gewifter Dive. Wahrscheinlich. Aber das ist wahrscheinlich auch so ein fucked up Timing wie Urien Headbutt auf Whiff. Ja. Du denkst, du hast das Gefühl, er hat keine Recovery. Dabei. Aber der wird ja eh genervt, also ja, die Recovery. Noch mehr Recovery. Warum noch mehr? Der hat ja eh fast keine. Was? Urien Headbutt hat ur viel Recovery. Na, es schaut aber. Ja, ich weiß, aber es schaut einfach nicht 14 so. 14 Frames oder so. Wo ja auf Block schon. Ja, auf Block sicher, aber es wird ja nur auf Whiff genervt. Wieder sehr starke Hand hier. Spendet den Nieder, gefällt mir auch wegen dem Damage. Und hat wieder einen Bar. Kann damit arbeiten. Backthrow, Matchpoint. Dino. Schnell auf Fullscreen, damit wir sehen, ob das in der Mitte ist. Es ist perfekt in der Mitte. Ja, ich weiß nicht, was du redest. Die Spitze ist ja nicht die Mitte vom Logo. Ja, wir konnten hier Bogdans Verschwörungs. Konnten hier Bogdans Verschwörungstheorien elegant widerlegen. X-Faktor, das Unfassbare. Ja. Das war gelogen. Low forward. Oh ja, starke Conversion hier von Dino. Was man noch sagen muss, vor allem gegen Charaktere wie Cammy, Goki, willst du, dass deine Conversion on point ist? Weil ja, die haben nicht viel Leben und da ist es umso wichtiger. Das tut's richtig weh. Oh, kurz vorm Stun, Backdash hat mir auch gut gefallen. Crush Counter, Hard Kick. Oh, es hittet, es hittet! Das könnte natürlich die Runde noch einmal weil umdrehen. Stun-Meter geht auch runter. Oh! Dino holt's im Reset. Vierer Handshake aus dem Losers heraus, ja. Ganz ehrlich? Dino Adaption. Dino Adaption. Weiß nicht, ob ich das gedacht hätte, aus dem Losers vorne hinaus. Aber beides. Ich weiß auch gar nicht, jetzt um ehrlich zu sein, hätte Frat auch sofort Cammy gespielt. Ja, es hat schon sehr stark ausgesehen, was Dino hier gezeigt hat gegen Frat Cammy. Ja, weil es war sich. Meiner Meinung nach ist er noch nicht Tournament Ready, der Akuma. Na. Sicher vor allem nicht im Vergleich zu der Cammy. Die Cammy nein, ist so stark. Cammy ist sehr stark von Frat. Ja, wie gesagt, das war's für heute. Wenn Damage 2. Wenn Damage 2. Erledigt. Nächsten
nächsten Termin auswendig? Die Termine sind alle schon fix. Lass mich kurz nachschauen. Schau am mal Handy. Kurz nach, kurz mal das nächste. Für ist. Unsere Viewer. Steht übrigens auch auf unserer Facebook-Seite. Auf unserem Facebook-Banner, ja. Also eigentlich. Aber trotzdem, schau mal kurz, sagen wir es kurz für die Leute im Chat. Ja, kurz on-stream den Leuten das mitteilen. Wie spät haben wir es eigentlich? Puh, 11:45. Foto anzeigen. Schauen wir mal. 13.05. 13.05. 13. Mai. Nächstes Fun-Damage. Ja, achso, das wird ich habe den Autofokus ausgestellt. Na dann, lass mal. 13.05. ist das nächste Van Damage. Vielleicht ist die Auflösung so hoch. Nein, ich glaube nicht. 13.05. ist das nächste Van Damage. Ja. Also Street Fighter 5 davor ist Guilty Gear natürlich. Das Wochenende davor ist Guilty Gear. Van Damage X3. Nein, actually ist Guilty Gear eine Woche später, am 20.05. Okay. Ja. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja.